Wie Ariomenak eine Fee heiratete. Früher, so wird erzählt, lebte einmal ein Jüngling namens Ariomenak. Er liebte es, bei Tag und Nacht umherzustreifen, hinein in die Wälder, heraus aus den Wäldern, hinein in die Kampongs, heraus aus den Kampongs. Kein anderer Gedanke lebte in seinem Herzen als der Wunsch, sein Leben mit vielfältigen Abenteuern zu erfüllen. Viel gereist, viel gesehen, sagte er einmal. Von seinen Streifzügen ragt ein Ereignis besonders in der Erinnerung hervor. Eines Abends, als Ariomenak noch tief in den Wäldern unterwegs war, hörte er aufgeregte, auf- und abwogende Stimmen. Manchmal war deutlich ein lautes Rufen zu hören, dann schwächte es sich wieder ab und schwand fast bis zur Unhörbarkeit. Zu der Zeit war es schon spät am Abend und der zunehmende Mond hatte begonnen, verschämt und schüchtern, lächelnd wie ein anmutiges Mädchen, sein Gesicht hinter den Bäumen zu zeigen. Der Abend ist schön, flüsterte es ihm, so ruhig, so still. Doch was für Stimmen sind das? Setzten sich seine Träumereien fort. Er schritt geradewegs in die Richtung, aus der die Stimmen kamen. Manchmal klopfte sein Herz. Ein Gefühl der Furcht schlich sich herbei und erfüllte seine Gedanken. Doch sein Wunsch, etwas zu erfahren, zwang ihn weiterzugehen. Wozu taugen all meine Wanderungen, wenn ich ein solches Wunder einfach so vorbeigehen lasse? Flüsterte es ihm und befahl ihm, weiterzugehen. Ariomenak ging weiter, und je näher er kam, desto klarer waren die Stimmen zu vernehmen. Und jetzt konnte er deutlich hören, dass diese Stimmen Frauen gehörten. Seine Begierde, mehr zu erfahren, wurde noch heftiger. Er spitzte seine Ohren, und mit funkelnden Augen sah er sich um. Schließlich blieben sie an einem merkwürdigen Anblick haften. In dem Teich Tamansarida sah er himmlische Wesen im Wasser. Alle waren sie sehr schön. Wenn der zunehmende Mond sie bestrahlte, leuchtete ihre Haut wie mit goldenen Flecken übersät. Heimlich ging Ariominak näher. Plötzlich zuckte er zusammen, denn er sah ihre Jacken am Rande des Wassers hingestreut. Ich nehme eine Jacke, sprach es in ihm. Auf Zehenspitzen bewegte er sich zu den Jacken und hob eine auf. Es war ihm gleichgültig, wessen Jacke er nahm. Dann ging er wieder auf sein Versteck zu. Er wollte ganz genau wissen, wie diese Wunder endete. Noch war er nicht ganz zu seinem früheren Platz zurückgekommen, als eine Fledermaus piepste und eine Jambu-Frucht vor ihm hinunterfallen ließ. Ariomenak schrak zusammen, sein Herz klopfte heftig. Verbrecher, schimpfte er und war noch nicht fertig damit, als er hinter seinem Rücken Geschrei hörte. Er blickte sich um und wurde gewahr, dass die Mädchen, die soeben noch in dem Wasser gebadet und geplanscht hatten, fort waren und über den Himmel verteilt davonflogen. Das scheinen Feen gewesen zu sein, die zum Baden herunterkamen, sagte er bedächtig und erschrak bei dem Gedanken, dass er allein Zeuge dieses Geschehens geworden war. Schließlich dachte er wieder an die Jacke, die er in den Händen hielt. Lo, wem gehört diese Jacke? Fragte er sich und schaute zu dem Badeplatz. Erschrocken sah er, dass dort noch eine Fee stand, die nicht gemeinsam mit ihren Gefährtinnen davongeflogen war. Aus einer geringen Entfernung blickte Ariomenak sie an. Die Fee war offensichtlich verlegen und furchtsam. Ihr Gesicht war abgewendet und sie drehte Ariomenak den Rücken zu. Langsam begann sie zu weinen. Vielleicht war sie traurig, weil ihre Gefährtinnen sie verlassen hatten. Vielleicht auch, weil sie bei dem Gedanken an ihr Schicksal erschrak. Mitfühlend näherte sich Ariomenak ihr und versuchte sie mit den Worten »Adinda, warum weinst du?« einzufangen. Die Befragte antwortete nicht, ja, drehte sich nicht einmal um.
Adinda, woher kommst du? Warum bist du so spät am Abend noch in diesem einsamen Wald? Wie heißt du? Die Fee antwortete auch jetzt nicht. Adinda, was geschehen ist, ist geschehen. Warum jetzt noch trauern? Vielleicht war es der Wille der Götter, dass du auf der Erde leben sollst. Als sie diese letzten Worte hörte, begann die Fee zu überlegen. Vielleicht sind die Worte dieses Menschen tatsächlich richtig. Anstatt hier zu frieren, was kann daran falsch sein, wenn ich ihm folge? Adinda, verzeih mir, fuhr Ariominac mit seinem Schmeicheleien fort, und wie heißt du? Wiederholte er seine Frage von vorher. Ni Peri Tunjung Wulan, antwortete die frierende, im Wasser stehende Fee. Da trat Ariominac heran, nahm die Fee auf seinen Rücken und trug sie nach Hause. Später wurde Ni Peri Tunjung Wulan seine Frau. Es wird erzählt, dass Ariominac ein reicher Mann war. Seine Reisfelder waren groß und er besaß viel Reis. Doch seit Ni Peri Tunjung Wulan in seinem Haus gekommen war, wuchs sein Reichtum noch mehr. Es schien, als mangele es ihm nie an Reis. Im Gegenteil, es wurde immer mehr. Ariominac fragte sich im Inneren immer, warum sein Reis nicht abnahm, und ebenso erstaunte es ihn ständig, warum seine Frau nie Reis stampfte, sondern immer gleich gekochten Reis hatte. Aus der Ehe von Ariominac und Ni Peri Tunjung Wulan entstammte ein Sohn, der den Namen Ario Ketot erhielt. Doch dieses Kind spielt in dieser Erzählung keine Rolle. Ario Kedot ist es, dessen Nachkommen später Herrscher von Madura wurden. Doch zurück zu Ariominac. Sein Wunsch, das Geheimnis seiner Frau zu erfahren, die nie die Reiskörner stampfte, doch immer gekochten Reis hatte, wurde von Tag zu Tag mächtiger. Dies umso mehr, als seine Frau, wenn sie zum Waschen ging und der Reis in der Küche am Kochen war, ihm auftrug, nicht in die Küche zu gehen. So konnte Ariominacke seinen Wunsch allmählich nicht mehr zurückhalten. Eines Tages sollte seine Frau wieder zum Fluss waschen gehen. Bevor sie aufbrach, befahl sie ihrem Mann: Nachher, wenn ich weg bin, gehe auf keinen Fall in die Küche. Ich bin beim Kochen. Ariominac antwortete: Ja. Als Ni Peri Tunjung Wulan gegangen war, begann ihr Mann zu überlegen: Meine Frau hat mir wieder verboten, in die Küche zu gehen. Was ist wohl ihr Geheimnis? Nun denn. Und mit diesem Gedanken ging er in die Küche. Er öffnete die Deckel des Topfes und dem Re der Reis kochte. Und kaum hatte er ihn geöffnet, erschrak er. Was er sah, war kein enthüllter Reis, sondern ein Reiskorn noch am Halm. Oh, so ist das, sprach er zu sich und schüttelte den Kopf. Es ist nur ziemlich, wenn mein Reis nicht weniger wird. Jetzt kenne ich das Geheimnis meiner Frau. Aber warum nur hält sie das so streng geheim? Doch lass sie. Ich werde so tun, als ob ich nichts weiß. Nach diesen Worten kehrte Ariominac zu seinem früheren Platz zurück und saß zufrieden da, als sei nichts geschehen. Unterdessen war seine Frau zurückgekommen und sah gleich in der Küche nach dem Essen. Im Topf war immer noch nur ein Reiskorn. Oh weh, vielleicht ist das Feuer nicht groß genug, dachte sie und ließ das Feuer größer werden. Sie legte mehr Holz zu. Doch das Reiskorn veränderte sich nicht im geringsten. Ach, wenn das so ist, dann ist bestimmt mein Mann hergekommen und hat nachgesehen, was ich koche, flüsterte es in ihr. Ihr Gesicht wurde dunkel und wenn sie etwas betrübte. Sei es so. Wahrscheinlich haben mich die Götter dazu bestimmt, hart zu arbeiten. Anstatt Lärm zu machen, schweige ich besser.
Nach diesen Worten ging Ni Peri Tonjungulan zum Reisspeicher und begann, Reis zu stampfen. Jetzt lernten ihre zarten Hände den Reisstampfer kennen. Das Ergebnis ihrer Arbeit reichte nie länger als für die Bedürfnisse eines Tages, und so stampfte sie täglich von Ariomenaks Reis. Und als fast ein Jahr vergangen war, wurde der Reisspeicher, dessen Vorrat zu Beginn nie abgenommen hatte, leer. Da fand Ni Peri Tonjungulan ihre Jacke, die ihr Ariomenak damals beim Baden weggenommen hatte, wieder, denn er hatte sie unter den Reis im Speicher versteckt. Ni Peri Tonjungulans Herz schlug heftig und alles Blut schoss ihr ins Gesicht. Die Erinnerungen an lang vergangene Zeiten kamen ihr wieder. Sie dachte an ihre Gefährtinnen im Himmel. Ihr Antlitz wurde wieder jung. Nachdem sie ihre alte Jacke angezogen hatte, flog sie geradewegs hoch zum Himmel. Doch bevor sie aus dem Blick verschwunden war, hatte sie noch eine Gelegenheit, zu ihrem Mann zu sprechen. »Wenn du mich wieder treffen willst, dann sieh hoch zum Mond, wenn er voll am Himmel steht. Dort werde ich sein.« Nach diesen Worten verschwand Ni Peri Tonjungulan aus seinem Blick. Bis heute wollen die Männer nicht in die Küche gehen, denn das bringt, wie die Leute sagen, nur Verschwendung mit sich. So wie es der Fall mit Ariomenak war, der daran Schuld hatte, dass der gespeicherte Reis zu Ende ging, weil er den Fehler beging, wissen zu wollen, wie seine Frau kochte. Ebenso finden es lebenskranke junge Leute bis heute nicht langweilig, den Mondschein zu betrachten.